Denn jetzt kommt ein weiterer Höhepunkt dieses Abends, das Landespolizeiorchester live und in Farbe. Ja, wie gesagt, wir sind eigentlich durch mit unserem Programm, aber wir haben gerade mit dem eigentlichen Dirigenten unseres Orchesters abgesprochen, einen können wir Ihnen noch anbieten. Bevor es dazu kommt, möchte ich mich aber im Namen aller meiner Kollegen hinter mir ganz herzlich bedanken für Ihren herzlichen Beifall, für Ihre herzliche Anteilnahme an unserer Musik. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Wir haben versucht, Sie wirklich... Dankeschön.
Vielen Dank. Danke. Wir haben versucht, Sie wirklich durch alle möglichen Genres zu führen oder bei dem Tempo, was wir heute vorgelegt haben, eigentlich auch zu jagen in einer guten Stunde durch viele, viele musikalische Stilrichtungen. Das kriegen Sie nicht überall geboten. Und ich hoffe, wir haben damit auch ein bisschen was für die Polizei getan. Und wenn Sie wieder mal Ärger mit uns oder unseren Kollegen haben, denken Sie daran, wir können auch ganz anders. Sie haben es heute Abend hier gesehen. Leider geht es nicht immer so lustig ab, das ist klar. Um mich zu verabschieden, habe ich eigentlich immer noch so einen Spruch drauf. Den lese ich eigentlich nur im Winter vor. Ich wollte eigentlich heute schon einen anderen vorlesen, aber als ich heute früh Schnee schieben musste, war mir der andere Spruch vergangen. Deswegen lese ich den einfach nochmal vor. Passt in die Winterzeit, aber auch zum heutigen Abend. Verblüht sind Dahlien und Ginster. Die Rechnung steigt für Öl und Licht. Die Nächte werden finster. Der Tag nimmt ab, die Oma nicht. Leider nicht von mir, aber schön. Von Heinz Erhardt, wie gesagt. Ich bedanke mich ganz persönlich für Ihren Beifall. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen musikalischen Abend hier. Allen Kollegen, die noch nach uns auftreten, viel Erfolg und mindestens genauso viel Beifall. Es verabschiedet sich das Landespolizeiorchester jetzt wieder unter Professor Heinz Kricke mit dem Marsch des Stralsunder Komponisten Georg Meissner zum Städtle hinaus. Sie können mitklatschen, aber bitte bleiben Sie sitzen. Zum Städtle gehen nur wir hinaus. Auf Wiedersehen. Tschüss, schönen Dank.
die Bergkapelle von Bergenhaus. Okay, alles klar. Dann freuen wir uns auf den Schwabengruß mit dem Blasorchester Herringen. Thank you.
zu dem Conny Bogey. Thank you.
Ich habe mich nochmal erkundigt gerade. Der aktuelle Stand sind, glaube ich, über 10.200 Euro. 10.313 Euro und 50 Cent. Ich muss sagen, Herringen ist ein Stadtteil der offenen Herzen. Ich darf mich schon mal hier bedanken an dieser Stelle, dass ich hier heute Abend dabei sein durfte. Hat mir riesen Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und wir hören jetzt Glück auf mit allen 7 Strophen und wer kann, soll sie alle mitsingen. Thank you.